Dann müsst ihr nochmal bestätigen. Und jetzt arbeiten wir jetzt folgendermaßen. Das blaue Klötzchen könnt ihr wieder auf die Seite stellen. Wir gehen jetzt davon aus, dass es einen Sieger gibt, der sich auch in einer Beziehung gut abgrenzen kann und so die gesunde Distanz behalten kann und sich nicht verliert in der Beziehung mit dem anderen. Und dieser Sieger, das ist, nennen wir ihr wahres Selbst, das gehört zu ihrer Grundausstattung dazu, also dieses Klötzchen, was es vertritt. Aber mit diesem Klötzchen, die rote Figur ist mit diesem wahren Selbst nicht so optimal verbunden, weil etwas sie da blockiert. Ja. Das, was sie blockiert, nennen wir das blockierende Element und dafür nehmen wir einen roten Würfel. Und diesen roten Würfel dürfen Sie so platzieren, dass es irgendwie nachfühlbar wird, dass dadurch die Verbindung zwischen Rot und Gelb beeinträchtigt ist. Zum Beispiel so. Und jetzt legen Sie noch mal einen Finger auf das rote Klötzchen, auf den Sieger von heute. Wie fühlt sich das an? In dieser Konstellation. Ja, authentisch. Also das ist genau das, wie ich mich jetzt eben fühle. Also Genau das, was Sie fühlen. genau. Auch da können wir jetzt mal annehmen, dass es eine Grenze gibt und dass dieses blockierende Element, was wir noch nicht benennen können, dass es aber gar nicht zwingend zu ihrer Orientierung erforderlich ist. Dann können Sie jetzt diesen roten Würfel auf die andere Seite der Grenze legen. Dann spüren Sie nochmal nach, wie fühlt sich das jetzt an, wenn dieses blockierende Element gar nicht mehr in Ihrem Raum ist. Feier. Ja. Definitiv. Und dann geht es um die Frage, was steckt hinter diesem blockierenden Element? Und jetzt können Sie mal einen Finger legen auf den roten Würfel. Und achten Sie mal auf Ihr Körpergefühl, auf Ihr Gefühl, auf Bilder, auf Dinge, die auftauchen. Was hindert Sie daran, so mit Ihrem wahren Selbst verbunden zu sein? Lassen Sie sich Zeit und alles, was auftaucht, kann wichtig sein, können Sie mir mitteilen. Ängste. Ja, Ängste. Schnürt auch ein bisschen im Brustkorbbereich zu. Ah, ja. Also es verengt sich alles so ein bisschen. Ja. Und wenn es zu Ihrer Biografie gehört, wenn es ein Ereignis gibt in Ihrer Biografie, wo diese Gefühle hingehören, wie alt sind Sie da? Erinnern Sie da, was war mit 18 Jahren? Das war eben die Situation mit der damaligen Freundin, wo ich dann eben mit jemand anders erwischt hatte. Das war ja ein richtiger Schock für mich. Immer das ist immer dieses gleiche Gefühl, was ich dort immer bekomme. Ja. Dann nehmen wir das Trauma des 80. Das war im Grunde ja, wie eine massive Enttäuschung. Ja. War auch wie ein Verlust. Mit einem Schlag haben sie eben diese Freundin eigentlich verloren dadurch. Ja. Ja. Also, das ist so ein Verlusttrauma. Und Richtig. dazu stellen Sie mal. Ja. Dann stellen Sie nochmal die Freundin von damals und ein blaues Klötzchen. Auch Klötzchen genauso hoch wie die anderen Klötzchen. Stellen Sie daneben, neben den Würfel. Gut, und jetzt die Frage, ja, gab es in Ihrer Familie so ein Ereignis schon mal, dass jemand so eine tiefe Enttäuschung erlebt hat? Mutter, Vater, Nein. Liebesenttäuschung. Nee, so, okay. Dann nehmen Sie jetzt mal die Grenze weg. Und legen Sie nochmal einen Finger auf das rote Klötzchen von Sia. Nein, den Sia von heute. Wie geht es Ihnen jetzt, wenn in Ihrem Raum die Verlusttrauma von damals 18-Jährigen ist und diese Freundin von damals? Ja, es ist sichtbar, also es fühlt sich drückender, sage ich Ja, mal.
Also das ist sehr heftig und das ist schwer in dieser Realität. Das war die Realität von damals. Ja. Es ist schwer, da ein gesundes Selbstwertgefühl zu entwickeln. Ja. Immerhin haben sie es überlebt. Und um zu überleben, das ist eine kreative Leistung. Und bisweilen unternimmt man da so Überlebensstrategien, um das Ganze zu überleben. Stellen Sie mal das rote Klötzchen auf den roten Würfel drauf. Schauen Sie mal, ob Ihnen das vertraut ist. Ja, das ist mir vertraut, ja. Also könnte das so übersetzen, da machen Sie praktisch diese verletzende Erfahrung von damals zur Basis für ein Selbstbild, was angepasst ist auf diese damalige Situation. Gleichzeitig gehen Sie auf eine höhere Ebene, um diesen Schmerz gar nicht an sich heranzulassen. Es kann sein eine rationale Ebene, eine spirituelle Ebene, oder Sie gehen in Fantasiewelten, um diesen Schmerz gar nicht an sich heranzulassen. Ja. Zugleich ist damit verbunden auch eine Tendenz zur Kontrolle, Perfektionismus und so eine Tendenz, sich so verantwortlich zu fühlen für andere. Oh ja. Und das ist immer eine Überforderung, aber dieser Anspruch an sich, das gibt Ihnen so ein Gefühl von Überlegenheit gegenüber den anderen, die solche Anforderungen nicht an sich stellen. Ja. Es ist so eine illusionäre Überlegenheit. Ja, ist richtig, absolut, ja. Wir nennen wir das magisch-grandiose Überleben selbst. Hat ihm vielleicht das Überleben ermöglicht in dieser verzweifelten Situation. Aber zugleich ist es auch so, dass sie das ja gar nicht einlösen können, diese Erwartungen. Und dann fühlen sie sich als Versager und schuldig und werten sich selber dafür ab. Das erzeugt ein ganz brüchiges Selbstwertgefühl. Absolut, absolut richtig, Herr Ja. Landwirt. Und das nennen wir das magisch-grandiose Überleben selbst. Und dazu brauchen wir eine schlanke, hohe, rote Klötzchen. Schauen Sie mal, ob Sie das haben. Ja, und dann gibt es noch ein größeres, noch ein höheres rotes Klötzchen. Schmal. Nein, ich nicht. Nein. Dann genügt das. Das stellen Sie jetzt mal auf den roten Würfel drauf. Und den Sia von heute stellen Sie mal neben das wahre Selbst und bringen sozusagen schon mal in Sicherheit aus dieser Traumazone von damals. Jetzt untersuchen wir noch, welchen Anteil dieses vitale kindliche Selbst hatte bei dieser Überlebensstrategie. Legen Sie mal dieses grüne Klötzchen vor diese Freundin von damals. So hinlegen, hinlegen. Und dann packen Sie diesem vitalen Sie ja einmal diesen roten Würfel drauf. Den roten Würfel, also das Trauma von damals. Ja. Packen Sie dem Sie ja drauf. Grandiose selbst kann vorübergehend mal runtersteigen. Und jetzt schauen Sie mal, das würde so symbolisieren, dass dieses Ereignis von damals Ihre Vitalität, Ihre Fähigkeit, Ihre Gefühle, Ihre Bedürfnisse zu äußern, so blockiert hat. Und dass das möglicherweise heute noch blockiert ist. Ja, das ist richtig. Ja. Und das nennen wir diese Überlebensstrategie der Selbstverleugnung oder Selbsterniedrigung. Und dann stellen Sie darauf mal dieses magisch-grandiose Selbst obendrauf. Und das ist jetzt eine Kombination, das ist etwas Bizarres. Da neigen Sie selber dazu, Ihre Lebendigkeit zu unterdrücken und deuten das aber selber um als etwas Wertvolles, um eine bestimmte Aufgabe besser erfüllen zu können. Ja. Um mehr für die anderen da sein zu können, um eine wichtige Aufgabe übernehmen zu können. Und das ist vielleicht diese Strategie, an der Sie sich heute noch orientieren, unbewusst, obwohl es mit Ihrem Wesen gar nicht vereinbar ist, obwohl es auch gar nicht in die Gegenwart gehört, sondern in diese Zeit von damals. Ja. Und wenn Sie das erkennen, dann können Sie sich vielleicht von dieser Überlebensstrategie verabschieden. Und dann können Sie als erstes mal dieses magisch-grandiose Selbst, das stellen Sie mal neben die Freundin von damals, das hat mehr mit dieser Freundin zu tun als mit Ihnen. Und dann brauchen wir noch einen grünen Würfel. Der grüne Würfel, das symbolisiert jetzt diese Tendenz zur Selbstverleugnung und Selbsterniedrigung, die Sie ja kennen. Und das gehört zu dieser damaligen Situation.
Und dann können Sie diese auf diesen Würfel, den roten Würfel drauflegen. Das war das Trauma von, na, umgekehrt, auf den grünen Würfel. Nein, den grünen Würfel legen Sie neben das Klötzchen. Neben das grüne Klötzchen. Und auf den grünen Würfel legen Sie den roten Würfel, das Trauma von damals. Und dadurch haben Sie jetzt sozusagen dieses Kind, den kindlichen vitalen Sia entlastet. Legen Sie mal einen Finger auf diesen grüne Klötzchen, diesen liegenden vitalen Sia. Spürt er eine Erleichterung, wenn Sie ihm dieses Trauma von damals abnehmen? Ja. Und Sie könnten das noch verstärken, indem Sie ihn aufklären, sozusagen. Sie können sagen, das Schmerzliche von damals, wenn er sich schon aufrichten kann, ist es auch gut. Aber vielleicht müssen Sie spüren, ob er sich schon aufrichten kann oder wenn er noch so gelähmt ist. Er ist noch gelebt, ja. Ja, aber Sie könnten ihn aufklären, Sie könnten ihm sagen, das Schmerzliche von damals ist lange vorbei. Können Sie ihm sagen, wenn es stimmig ist? Das Schmerzliche von damals ist vorbei. Wir beide haben es überlebt. Wir beide haben es überlebt. Du warst überhaupt nicht zuständig. Du warst überhaupt nicht zuständig. Du bist ganz unschuldig. Du bist ganz unschuldig. Du gehörst ins Leben, du gehörst ins Hier und Jetzt. Du gehörst ins Leben, du gehörst ins Hier und Jetzt. Wie geht es denn dem kleinen Sia, wenn er das hört? Es geht ihm gut. Ja. Könnte er sich jetzt schon aufrichten? Noch nicht ganz. Sie könnten ihm anbieten, dass er abgeholt wird aus dieser Traumazone von Rot oder von Gelb oder von beiden. Du kannst abgeholt werden. Und von wem möchte er gerne abgeholt werden? Vom Wahren selbst. Vom Dann Göttlichen. kann das gelbe Wahre selbst kommen und ihn abholen und symbolisch sozusagen aufrichten und dann in die beiden rüber ins Hier und Jetzt. Dann wird er sozusagen aus dieser Traumazone von damals entfernt. Und das, was da jetzt links noch steht, das nennen wir das Trauma-Konglomerat. Das ist Ihr eigenes Trauma von damals und das sind Ihre Bewältigungsstrategien von damals. Und das gehört nicht hier und heute zu Ihnen. Ist auch nicht verträglich mit Ihrem wahren Selbst. Dann können Sie das ganz weit nach hinten schieben, hinten links in die Ecke. Wir müssen es gar nicht mehr sehen aus der Sicht, aus dem Sichtbereich. Und Sie stellen eine Sichtblende davor. Ja. Und nun legen Sie mal einen Finger auf den roten Sieher von heute. Wie geht es dem Sieher von heute? Wenn diese Elemente nicht mehr in Ihrem Raum sind, die A, nicht mehr in die Gegenwart gehören und zweitens mal mit Ihrem Wesen gar nicht vereinbar sind. Viel freier und viel größerer Raum für mich. Ja, so ist es. Viel Bewegungsfreiheit, ja. Und dann könnten Sie doch mal, um sich neu zu orientieren, statt wie bisher nach diesem Trauma von damals zu orientieren, können Sie doch mal einen Blick riskieren auf dieses wahre Selbst, das bisher so ein bisschen im Schatten stand, am Rand stand. Das ist das gelbe Klötzchen. Grüne Klötzchen können Sie, ja, so, jetzt haben Sie einen freien Blick auf das wahre Selbst. Es kann sein, dass schon in Ihrer Familie dieser selbstbestimmte Sia, der seinen Wert und seine Würde in sich selber hat, nicht unbedingt wahrgenommen und wertgeschätzt wird. Und meistens passt man sich an die Sichtweise seiner Familie. Und jetzt können Sie mal symbolisch die Brille dieser Familie ablegen. Und dann schauen Sie mal mit Ihren eigenen Augen auf dieses wahre Selbst. Gibt es an dem etwas auszusetzen? Nee. Das ist Ihr wahres Selbst und ich könnte stellvertretend für Ihr wahres Selbst Ihnen sagen, hallo, ich bin dein Selbst. Da gab es dein Trauma des 18-Jährigen. Es ist lange vorbei, du hast es überlebt. Und heute bin ich ganz für dich da und ich bin nur für dich da. Wie kommt es bei Ihnen an? Schön. Ja. Nun können Sie Ihrem Selbst erklären, warum Sie von sich aus noch nicht optimal verbunden waren mit diesem wahren Selbst. Und das könnte zusammenhängen mit diesem Trauma von damals. Wenn es für Sie stimmig ist, könnten Sie sagen, vielleicht bin ich immer noch so beschäftigt mit meinem Trauma von damals, dass ich dich bisher gar nicht wahrnehmen konnte. Vielleicht bin ich von damals mit dem Trauma noch beschäftigt, dass ich dich noch nicht richtig wahrnehmen konnte. Mit dir hat das gar nichts zu tun. Mit dir hat das gar nichts zu tun. Hast du nicht verdient. Hast du nicht verdient. Wie geht es Ihnen, wenn Sie das sagen? Fühlt sich weich an, also es, Ja. ja. Nun kommt ja noch dazu, dass Sie offenbar selber eine Tendenz haben, Ihre eigenen Gefühle, Bedürfnisse zu unterdrücken, zu verleugnen. Ja. Also Ihr eigenes Selbst eigentlich zu verleugnen, zu unterdrücken.
Noch das könnten Sie jetzt Ihrem Selbst mitteilen. Anscheinend neige ich selber dazu, dich zu verleugnen und dich zu unterdrücken. Anscheinend leide ich darunter, dich zu unterdrücken oder zu verleugnen. Auch das hat mit dir nichts zu tun. Auch das hat nichts mit dir zu tun. Das hast du nicht verdient. Das hast du nicht verdient. Wie geht es Ihnen, wenn Sie das zu Ihrem Selbst sagen? Es ist erleichternd, wenn man nimmt sich halt wahr und man spricht dann Ja. wirklich mit sich selbst, ja. Nun könnten Sie ja mal nachspüren, ob Ihr wahres Selbst Ihnen dafür böse ist, dass Sie selber es verleugnet und unterdrückt haben. Können Sie spüren, ist Ihr wahres Selbst Ihnen dafür böse? Ja. Also, das ist sehr ungewöhnlich, das glaube ich nicht. Ich habe ungefähr 5000 Ausstellungen gemacht und das war selbst war noch nie böse. Kann sein, dass Sie ein schlechtes Gewissen haben Ihrem Selbst gegenüber. Das kann auch sein, ja. Und dass Sie dann das sozusagen projizieren auf Ihr Selbst, dass das Ihnen böse ist. Aber ich kann Ihnen versichern, Ihr wahres Selbst ist Ihnen überhaupt nicht böse. Im Gegenteil, wenn es irgendwo bedingungslose Liebe gibt für Sie, dann bei diesem wahren Selbst. Und bedingungslose Liebe heißt, dass diese Liebe gratis ist. Sie müssen dafür nichts leisten. Sie müssen auch nicht einmal brav oder gehorsam sein. Ja. Können Sie sich sowas überhaupt vorstellen, dass es so etwas gibt für Sie? Das konnte ich mir nie vorstellen. Ja. Sie könnten das jetzt gleich spüren. Die einzige Voraussetzung dafür ist jedoch, dass Sie die Achtung nochmal nachholen für dieses wahre Selbst, indem dieses rote Klötzchen sich leicht verneigt vor dem gelben Klötzchen. Und gleichzeitig stellen Sie sich vor, dass Sie sich innerlich verneigen vor Ihrem wahren Selbst, drei Atemzüge lang. Und spüren Sie mal in sich hinein, wie fühlt sich das an, wenn Sie sich innerlich verneigen vor Ihrem wahren Selbst. Fühlt sich gut an und auch ein bisschen demütig. Genau, und statt wie bisher mit dem Trauma von damals sich zu identifizieren, könnten Sie doch zur Abwechslung einmal Probe verschmelzen mit dem Sie ja, dem Sie eigentlich sind. Nehmen Sie mal Rot und Gelb zusammen, legen Sie mal einen Finger quer drüber und fühlen Sie mal nach, wie fühlt sich das an, wenn diese beiden Elemente eins werden, die jetzt so lange Zeit getrennt waren. Stimmig und kräftig. Ja, das sind eigentlich Sie. Das ist Ihr Potenzial. Und damit diese Verbindung stabiler wird, ist es wichtig, dass Sie lernen, genauer zu unterscheiden zwischen dem, was hier und heute Sie ist, was gar nicht dazu gehört. Das betrifft alle die Elemente auf der anderen Seite dieser Sichtblende. Können Sie mal die Sichtblende wieder entfernen? Die Klötzchen holen Sie ein bisschen näher, sodass man sie gerade sehen kann. Ja. Und dann geht es jetzt darum, diese einzelnen Elemente zu untersuchen, ob Sie die hier und heute tatsächlich noch brauchen für Ihre Orientierung. Als erstes nehmen wir den roten Würfel, das ist Ihr Trauma von da. Und das nehmen Sie mal in die linke Hand, in die rechte Hand nehmen Sie das rote Klötzchen, das ist der Sie von heute. Das könnten Sie symbolisch dieses Trauma von damals stoppen mit einem kräftigen Stopp. Stopp! Ja, Sie können beide auf dem Tisch stellen und so rutschen auf dem Tisch. Noch, genau, nochmal mit Stopp. Stopp! Sie haben die Kraft dazu, Sie haben das Recht dazu. Das ist etwas wie ein gesunder Schutzreflex. Wenn das funktioniert, dann wissen Sie besser, wer Sie sind. Wer Sie nicht sind, dann wird das Leben einfacher. Stopp! Genau. Wie fühlt sich das an für Sie? Erleichternd. Ja. Und das ist genauso gesund wie bei den Raubtieren, die ihr Territorium frei halten, um Beute machen zu können. Welches Raubtier fällt Ihnen da ein? Tiger. Dann können Sie nochmal mit einem Tigerschrei dieses Trauma stoppen. Au! Ja, super. Ja, nochmal. Ja. Wie geht es Ihnen dabei? Erleichternd, Ja. frei. Energie. Also, Sie haben eine wunderbare Kraft. Aber es kann sein, dass Sie selber diese Kraft gar nicht kennen. Oder dass Sie selber unbewusst diese Kraft blockieren. Diese Kraft hat die Aufgabe zu erkennen, was mit Ihrem Wesen nicht vereinbar ist und das alles aus Ihrem Raum zu entfernen, damit Sie optimal der sind, der Sie eigentlich sein können.
Wenn Sie jetzt etwas festhalten, was mit Ihrem Wesen gar nicht vereinbar ist, dann blockieren Sie selber diese Kraft. Man fühlt sich gelähmt, ohnmächtig. Dann richtet sich diese Kraft schließlich auch gegen Sie selber. Sie bekommen Selbstwertprobleme, Schuldgefühle, Depressionen, Ängste oder werden krank. Ja. Sobald Sie jetzt die Kraft wieder einsetzen für Ihre eigenen Interessen, dann sind Sie nicht mehr ohnmächtig, sondern handlungsfähig. Und das ist einfach geil. Ist so. Das löst Glückshormone aus. Ja. Und schauen Sie mal, ob Sie diese Glückshormone spüren, wenn Sie nochmal mit einem Löwenschrei dieses Trauma stoppen. Ah! Ja. Wie geht's Ihnen da? Super. Die ganze Energie steigt da oben. Ja. Dann legen Sie mal den Finger auf diesen kleinen vitalen Sieher, der ja bisher noch platt lag unter dem Trauma von damals. Wenn der jetzt sieht, der grüne, das grüne Glötzchen. Wenn der jetzt sieht, man kann das stoppen und da gibt es sogar Glückshormone. Wie ist das für diesen kleinen vitalen Sieher? Gut. Ja. Und traut er sich zu, dass er auch mal dieses Trauma stoppt? Oh ja. Ja. Dann soll es doch mal stoppen. Stopp! Ja. Und wie ist das für diesen kleinen vitalen Sieher? Er fühlt sich groß. Ja, natürlich. Der ist ja nicht stecken geblieben damals, der ist ja nicht gelähmt, sondern der ist eigentlich ja ganz vital. Stopp! Ja. Und was war es nochmal, Tiger oder Löwe? Was war Ihr? Tiger. Tiger, mit Tigerschrei. Ah! Ja, super. Ah! Wie geht's Ihnen dabei? Toll. Ja. Und wenn der kleine Vitale sich ja denkt, er braucht das nie wieder für seine Orientierung, kann er das Element für immer vom Tisch hauen mit einem ultimativen Tigerschrei. Nein, vom Tisch hauen. Loslassen und einfach vom Tisch kicken. Au! Genau. Wie fühlt sich das an? Ja, viel mehr Platz da. Natürlich. Und spüren Sie Ihre eigene Kraft? Total. Ja. Das ist Ihre Kraft und die gehört eigentlich zu Ihnen. Die befreiend, also dieses beklemmende Gefühl. Ja. Das, was ich mir selber als Hemmungen oder als Blockade. Ja. Und können wir uns gleich dem nächsten Kandidaten zuwenden? Das ist dieser grüne Wurf. Das ist Ihre Tendenz zur Selbstverleugnung, zur Selbsterniedrigung. Und glauben Sie, dass Sie es für Ihre Lebensbewältigung heute noch brauchen? Nein. Wer darf das stoppen? Rot, Gelb oder Grün? Grün. Genau, der Kleine hat sich schon bewährt. Stopp! Ja. Ah! Ja, super. Ah! Und wenn Sie denken, Sie brauchen das nie mehr wieder, kann der Kleine das auch entsorgen für immer. Ah! Ja. Besser. Besser. Dann haben wir noch dieses magisch-grandiose Selbst. Das ist der Sieher, der dazu neigt, sich gleich für die Probleme von anderen zuständig zu fühlen. Der versucht, es perfekt zu lösen, überfordert sich damit, kann nur scheitern und dann lehnt er sich noch selber ab und fühlt sich als Versager. Das kennen Sie. Ja. Und das war irgendwann mal in Ihrer Kindheit, war das in einer verzweifelten Situation fürs Überleben wichtig, dieser illusionäre Selbstwert. Aber es kostet immer sehr viel Energie, es ist verwirrend und frustrierend und Sie können sich heute entscheiden, ob Sie es noch brauchen oder nicht. Und wer darf es stoppen? Rot, Gelb oder Grün? Gelb darf es stoppen. Gelb, okay. Dann schauen Sie mal, wie es ist, wenn Gelb das stoppt. Stopp! Ja. Ah! Ja, super. Ah ja, jetzt haben Sie es schon entsorgt. Ja. Ja, super. Jetzt haben wir noch diese Freundin. Hatte diese Freundin irgendwie Probleme? Nicht, dass ich wüsste.
Also war das irgendwie ein Thema in der Beziehung, dass diese Freundin Probleme hat und dass sie sich da irgendwie zuständig gefühlt haben dafür? Nein. Probleme mit ihren Eltern oder so, irgendwas? Nein. Okay. Ja, dann ist es so, Sie haben diese Freundin ja sehr geliebt. Ja, das war die Dame, ja. Es kann auch die vergangene Beziehung sein, die ja dann, an der ich, die hatte Probleme mit der Familie oder mit den Eltern. Dass das auch noch ein bisschen herrührt. Aber es geht jetzt um dieses Trauma von damals mit Ja, dieser das wollte ich. Freundin, die Ja. sie hat sitzen lassen. Ja. Und jetzt ist es so, diese Freundin hat natürlich auch ein wahres Selbst. Ja. Das ist vielleicht das, was sie so auch bei mir gesehen haben und was sie so gemocht haben. Dafür brauchen wir jetzt ein schlankes, hohes, gelbes Klötzchen. Aber es kann sein, dass diese Freundin nicht immer mit diesem wahren Selbst verbunden war. Und da müssten wir dann jetzt doch noch einen blauen Würfel nehmen, weil sie irgendwelche Probleme hat. Und das ist dann vielleicht so eine Mischung zwischen so Aspekte von dieser früheren Freundin mit dazu nehmen. Die hatte solche Probleme und jetzt nehmen Sie mal den blauen Würfel in Ihre Handfläche und schauen Sie mal, ob Sie das kennen, dass Sie dazu neigen, dass Sie sich zuständig fühlen für die Probleme von so einer Freundin und dass Sie selber das für Liebe halten. Ja, das ist so. Dann ist die Frage, ist dadurch irgendetwas besser geworden, dass Sie sich zuständig gefühlt haben für diese Probleme? Überhaupt nicht. Das kann auch gar nicht besser werden, weil Sie da nicht zuständig sind. Und wenn Sie sich da engagieren, wo Sie nicht zuständig sind, dann verlieren Sie immer sehr viel Energie. Richtig. Weil Sie keinen Erfolg haben, sind Sie frustriert und verlieren die Achtung für sich selber und am Schluss auch für die Freunde. Ja. Und spätestens dann können Sie merken, mit Liebe hat das überhaupt nichts zu tun. Und dann können Sie sich auch entscheiden, zu überlegen, war ich jemals zuständig für die Probleme dieser Freundin oder eher nicht? Was sagt Ihr Verstand dazu? Eher nicht. Eher nicht, ja. Und dann könnten Sie symbolisch diese ganzen Probleme zurück in den Zuständigkeitsbereich der Freundin legen. Dann könnten Sie sagen, dazu gibt es einen klassischen Satz, das ist sehr wichtig, dass Sie diesen Satz nochmal nachsprechen. Nehmen Sie nochmal das Klötzchen auf die Hand. Also, das sind deine Probleme. Also das sind deine Probleme. Und du trägst sie auf deine Art und Weise. Und du trägst sie auf deine Art und Weise. Oder vielleicht manchmal auch nicht. Oder manchmal auch nicht. Es ist deine Art zu überleben. Es ist deine Art zu überleben. Und als Partner steht mir gar nicht zu, mich da einzumischen. Und als Partner steht mir gar nicht zu, mich da einzumischen. Das achte ich jetzt, indem ich da eins ganz bei dir lasse. Ich habe sie verkürzt. Das achte ich jetzt, indem ich deins ganz bei dir lasse. Das achte ich jetzt, indem ich deins ganz bei dir lasse. Und dann legen Sie mal das blaue Klötzchen neben die Partner. Wie geht es Ihnen jetzt, wenn Sie diese ganzen Probleme dahin geben, wo Sie zuständig sind? Natürlich Ja. erleichtert. Und das, was jetzt dieses wahre Selbst der Partnerin, das ist der gesunde Wesenskern dieser Partnerin. Und er freut sich natürlich über so einen wunderbaren Partner, sie hat, und kann ihm auch diese bedingungslose Liebe schenken, einfach weil er da ist, unabhängig von Leistung, unabhängig davon, was er so tut. Aber es kann sein, dass die Partnerin mit diesem wahren Selbst nicht so gut verbunden war, möglicherweise aufgrund ihres eigenen Traumas. Und das, was Sie dann halt erlebt haben mit dieser Partnerin, die Sie so verletzt hat, das war deren falsches Selbst. Traumabedingt ein falsches Selbst und das nennen wir das, dafür brauchen wir ein anderes Symbol, dieses schlanke, hohe, blaue Klötzchen. Schauen wir, ob Sie da etwas haben. Ja. Und das ist das falsche Selbst dieser Partnerin von damals. Und von diesem falschen Selbst kam diese Verletzung, dass die sie hintergangen hat und sich da mit dem anderen eingelassen hat.
Und wen haben Sie denn damals abgelehnt wegen dieser Verletzung? Die Partnerin oder sich selbst? Mich selbst Ja, hauptsächlich. das ist das Fatale. Ja. Weil man damals konnte vielleicht gar nicht unterscheiden zwischen dem wahren und dem falschen Selbst. Und dann neigt man dazu, sich selber abzulehnen. Oder man denkt, wenn meine Freundin mich so behandelt, dann ist vielleicht an mir irgendwas nicht richtig, das ist an mir irgendwas falsch. Ja. Und dieses negative Selbstwertgefühl, das kennen Sie. Vielleicht haben Sie das ja schon vorher in der Kindheit, gab es schon Erlebnisse, die Sie in diese Richtung geprägt haben. Aber jedenfalls, das wurde dadurch noch verstärkt. Und das ist etwas, was Sie bis heute begleitet und was die Hauptursache ist für die meisten Ihrer Probleme. Richtig, absolut richtig. Und wir könnten jetzt Selbstablehnung, den Teil der Selbstablehnung, der was mit diesem Trauma zu tun hat, könnte ich jetzt an die richtige Adresse geben, nämlich an dieses falsche Selbst dieser Freundin von damals. Dann können Sie diesem Fall, genau, können Sie diesem falschen Selbst der Freundin sagen, dein Verhalten damals hat mich verletzt und verwirrt. Dein Verhalten von damals hat mich verletzt und verwirrt. Wenn ich das damals schon verstanden hätte, hätte ich nur dich deswegen abgelehnt. Wenn ich das damals verstanden hätte, hätte ich nur dich deswegen abgelehnt. Und nicht mich selber. Und nicht mich selber. Und auch nicht das wahre Selbst meiner Freunde. Und nicht das wahre Ich meiner Freunde. Ja. Wie geht es Ihnen, wenn Sie das sagen? Und erleichtert natürlich Ja. deutlich. Und an diesem falschen Selbst dieser Freundin, an dieser Traumaerfahrung haben Sie ja Ihre eigenen Überlebensstrategien entwickelt, von denen Sie sich schon verabschiedet haben. Die Frage ist jetzt, brauchen Sie noch dieses falsche Selbst der Freundin, um für Ihre Orientierung hier und heute? Nein. Und dann könnte auch das gestoppt werden. Und wer darf es stoppen? Rot, Gelb oder Grün? Grün darf es stoppen. Grün. Dann nehmen Sie mal den kleinen vitalen Sieher, dann darf er das mal stoppen mit einem kräftigen Stopp. Ja. Gigaschrei. Wie geht's Ihnen dabei? Gut. Und es kann sein, dass Sie damals sehr viel Wut unterdrückt haben und dass die jetzt langsam wieder hochkommt. Ja. Und Sie könnten jetzt ohne Schuldgefühle diese Wut ausdrücken mit Schimpfworten. Schauen Sie mal, was Ihnen da einfällt. Eine blöde Kuh. Eine Ja, genau. Und jedes Mal so eine Stoppbewegung machen. blöde Kuh. Ja. Blöde Sau. Ja, genau. Verletzt hast du mich. Ja. So ein Scheiß. Ja. Du Schlampe. Du Schlampe! Ja. Ich hasse dich. Ich hasse dich! Verpiss dich. Verpiss dich! Wie geht's Ihnen da? Richtig gut. Ja. Also es kann sein, dass Sie damals ganz viel Wut unterdrückt haben und das kennen Sie vielleicht, dass Sie auf so einer unterdrückten Wut hocken. Ja. Und das Problematische ist, dass diese Wut manchmal getriggert wird durch eine banale Situation und dann rasten Sie manchmal aus. Oh, ja. Und das tut Ihnen dann furchtbar leid und unterdrücken Sie die Wut noch mehr. Oder Sie meiden Situationen, wo so Konflikte, wo die Wut vielleicht getriggert werden könnte. Dann versuche ich sogar noch mehr die Harmonie zu suchen, ja. Ja, genau. Und wenn Sie jetzt das ist wie eine Wutbombe, so nennen wir das. Wenn Sie diese Wutbombe entschärfen, dann können Sie später, brauchen Sie keine Sorge mehr haben, dass sie explodiert. Dann können Sie gesund auch mit Ihrer Wut umgehen, denn die Wut ist manchmal sehr wichtig in der Beziehung. Ja, das habe ich, mache ich nie, Herr Langlotz, nie. Ja. Und dann können Sie das ist ein wichtiges Instrument, damit Sie sich auch dem anderen verständlich machen können, was Sie wütend macht. Ja. Absolut, Man sagen ja. kann, wenn du dich so verhältst, das macht mich sowas von wütend. Ja. Und wenn Sie das alles unterdrücken wollen, dann fehlt Ihnen ein wichtiges Instrument in der Beziehung. Ja. Und deswegen können Sie jetzt diese Wutbombe entschärfen, indem Sie die ganze Ladung abreagieren an diesem falschen Selbst dieser Partnerin von damals. Und wenn Sie denken, Sie brauchen das nie mehr wieder für Ihre Orientierung, können Sie es auch für immer entsorgen im kosmischen Wertstoffhof. Oder wenn Sie, vielleicht muss ich es noch entladen. Vielleicht fällt Ihnen noch was ein. Nee, eigentlich kann ich sie raushauen. Also Noch das ein paar türkische Flüche. ja, ist alles gesagt. Alles gesagt. Alles Ja, gesagt. super. Dann können Sie sich entsorgen mit einem ultimativen Tigerschein.
Genau. Und dieser blaue Würfel, der für diese eventuellen Probleme einer Partnerin steht, brauchen Sie das noch für Ihre Orientierung? Ja, hier? Ja, gleich hinterher. Verpiss dich! Ja. Ja, es steht auf dem Tisch noch der gesunde Wesenskern dieser Freundin. Und das war diese Frau, die nicht traumatisiert ist, die sich einfach freut, so einen wunderbaren Partner zu haben und die ihm auch diese bedingungslose Liebe schenken kann. Können Sie sich vorstellen, dass es eine bedingungslose Liebe gibt für Sie? Ja, die gibt es. Das kann ich mir vorstellen. Und können Sie sich vorstellen, dass Sie jetzt Ihr Herz öffnen für diese bedingungslose Liebe einer Frau, die nicht traumatisiert ist, die nicht verwirrt ist und die Ihnen ihre Liebe zeigt? Ja. Und dann können wir mal schauen, ob das mit diesem gelben Klötzchen geht. Das ist ja das Symbol für diesen gesunden Wesenskern dieser Frau. Nehmen Sie das mal symbolisch an Ihr Herz und schauen Sie mal, ob Sie Ihr Herz öffnen können für diese bedingungslose Liebe einer Frau, die nicht traumatisiert ist. Direkt an Ihr Herz nehmen. Ja, und schauen Sie mal, ob Sie Ihr Herz sich öffnen kann oder ob es sich automatisch wieder verschließt, einfach weil der Schmerz noch zu groß ist. Öffnen tut sie es noch nicht. Da brauchen wir einen Filter. Probieren wir es mal mit dem Filter. Haben Sie ein Handtuch in der Nähe? Ja. Genau, das ist ja wunderbar. Das ist ja riesig. Das falten Sie noch einmal, ja? Und dann legen Sie es mal vor Ihr Herz. Und dann nehmen Sie vor diesen Filter, legen Sie dieses wahre Selbst der Freundin. Und jetzt können Sie sicher sein, dass da nur die wahre Liebe durchkommt und das alles Toxische wird abgefiltert. Schauen Sie mir, ob Sie jetzt symbolisch Ihr Herz öffnen können. Ja. Reine wahre Liebe. Und spüren Sie mal, wie fühlt sich das an, wenn Sie diese Liebe spüren. Ja, es entfaltet sich viel besser. Also. Ja. Bleibt nicht verschlossen, sondern es ist, ja, es macht auf. Ja, sehr schön. Und können Sie auch so eine Wärme spüren? Oh ja. Ja. Das ist hier, wichtig für uns ist jetzt, dass Sie, der Teil von Ihnen, der diese Liebe spürt, das ist Ihr eigener Wesenskern. Das ist das, was Sie das wahre Selbst nennen. Und wir wissen ja, dass es zur Grundausstattung dazugehört. Aber es muss eben erst geöffnet werden oder geweckt werden durch die wahre Liebe der Eltern. Und wenn das nicht möglich war, kann man das später mal nachholen in so einer Sitzung wie jetzt. Und als nächstes stellen Sie sich mal vor, dass Sie eins werden mit diesem gesunden Wesenskern, den Sie jetzt gerade spüren. Wenn Sie so eins werden mit diesem Wesenskern, dann können Sie vielleicht nachvollziehen, dass Ihr Selbstwertgefühl sich verändert. Wenn Sie diesen Wert in sich selber spüren, dann ist es gar nicht mehr so wichtig, was Sie leisten. Es ist auch gar nicht mehr so wichtig, was die anderen von Ihnen denken. Davon werden Sie immer unabhängiger, weil Sie haben Ihren Wert in sich selbst. Das nachvollziehen. Können Sie das nachvollziehen? Ja, kann ich nachvollziehen. Und wenn Sie dieses Selbstwertgefühl spüren, dann können Sie auch die Liebe von anderen ganz anders annehmen. Ja. Ohne dieses Selbstwertgefühl gibt es manchmal so diese Vorstellung, ich bin gar nicht wert, geliebt zu werden. Richtig. Und dann muss man sich die Liebe erkaufen durch Leistung. Richtig. Und wenn der andere sagt, ich liebe dich auch so, dann ist man misstrauisch. Ja. Und dann kann es sein, dass sie am gedeckten Tisch verhungern. Ja. Und für den anderen ist es auch schmerzlich, wenn er sieht, dass seine Liebe bei ihnen gar nicht ankommt. Und wenn Sie jetzt dieses Selbstwertgefühl haben, dann können Sie die Liebe nehmen, bis Sie ganz satt. Einfach, weil Sie wissen, ich bin es wert, geliebt zu werden. Ja. Können Sie das nachspüren? Ja, kann ich. Und wenn Sie diese Liebe so spüren können, dann können Sie sie auch weiterschenken, ohne Bedingungen, ohne Erwartungen. Das verändert Sie und Ihre Beziehung.
So, dafür war dies wahre Selbst der Freundin nochmal wichtig. Stellen Sie es nochmal zurück an den Platz. Den Filter braucht man nicht mehr. Und jetzt gehen Sie mal mit dem roten Klötzchen, mit dem Sie ja von heute zu Ihrem gelben Klötzchen, zu Ihrem wahren Selbst, das gerade geweckt wurde durch die Begegnung mit dem wahren Selbst dieser Freundin, was da die Erfahrung gemacht hat, es ist wert, geliebt zu werden, einfach weil es da ist. Und schauen Sie mal, wie fühlt sich das jetzt an, wenn Sie eins werden mit diesem Sie, der gerade die Erfahrung gemacht hat, es ist wert, geliebt zu werden, alleine weil er da ist. Man fühlt sich kräftiger und selbstsicherer auf jeden Fall. So ist es. Und spüren Sie mal in sich hinein, ob sich da innerlich was verändert. Und kraftvoller, viel. Ja, genau. Das sind eigentlich Sie, das ist Ihr Potenzial. Und das ist neu, das ist ungewohnt, das fühlt sich ein bisschen verboten an vielleicht. Und da gibt es dann immer eine gewisse Rückfallgefahr. Ja. Um dem vorzubeugen, machen wir jetzt die Gegenabgrenzung. Dazu nehmen Sie mal das rechte Klötzchen, das rote Klötzchen, die rechte. Und stellen Sie auf den Tisch. Und Sie stellen sich vor, Sie gehen aus alter Gewohnheit wieder zurück zu dem Trauma des 18-Jährigen. Das war dieser rote Würfel. Den müssen wir gar nicht mehr wieder hochholen. Sie stellen sich das einfach vor, Sie gehen dahin zurück. Und jetzt kommt aber Ihr wahres Selbst ins Spiel und stoppt Sie. Sie darauf hinzuweisen, das hat mit dir nichts zu tun, es ist schon lange vorbei. In die linke Hand nehmen Sie das gelbe Klötzchen, Ihr eigenes wahres Selbst. Und in die rechte Hand das rote Klötzchen. Beide stellen Sie auf den Tisch weit auseinander. Und nochmal, das rote Klötzchen geht aus alter Gewohnheit zurück zu dem Trauma von damals. Aber es kommt gar nicht so weit, weil das wahre Selbst stoppt es sofort mit einem kräftigen Stopp. Und ich sage dann was dazu. Stopp! Das bist du nicht, das hat mit dir nichts mehr zu tun. Das bist du nicht, das hat mit dir nichts zu tun. Das nimmt dir die Kraft und die Klarheit. Das nimmt dir die Kraft und die Klarheit. Das nagelt dich fest in der Vergangenheit. Das nagelt dich fest in der Vergangenheit. Wie kommt das an bei dem Sieher von heute? Er versteht das, ja. Ja. Als nächstes gehen Sie zu diesem grünen Würfel. Das war die Tendenz zur Selbstverleugnung, Selbsterniedrigung. Auch die braucht man gar nicht mehr wieder hochzuholen. Sie stellen sich das nur vor und auch da stoppt sie ihr wahres Selbst. Stopp! Das bist du nicht, das nimmt dir die Kraft und die Würde. Das bist du nicht, das nimmt dir die Kraft und die Würde. Das ist mit deinem Wesen überhaupt nicht vereinbar. Das ist mit deinem Wesen überhaupt nicht vereinbar. Kommt es an bei Ihnen? Ja. Als nächstes gehen Sie in Richtung magisch-grandioses Selbst. Auch da stoppt Sie Ihr wahres Selbst. Stopp! Auch das bist du nicht. Auch das nimmt dir die Kraft und die Würde. Auch das bist du nicht und das nimmt dir die Kraft und die Würde. Und es ist mit deinem Wesen gar nicht vereinbart. Und es ist überhaupt nicht mit deinem Wesen vereinbart. Kommt es an? Ja, verständlich. Als nächstes gehen Sie zu diesen Problemen der Partnerin, das war dann vielleicht eher die frühere Partnerin, aber jedenfalls gehen Sie zu den irgendwelchen Problemen einer Partnerin und die war selbst stoppt sie kraftvoll, hören Sie mal, was sie sagt. Stopp! Das geht dich doch gar nichts an, wieso mischst du dich da ein? Das geht dich doch gar nichts an, wieso mischst du dich da ein? Mit Liebe hat das gar nichts zu tun, das verführt dich nur zum Größenwahn. Mit Liebe hat das gar nichts zu tun, das ist nur was mit Größenwahn. Kommt das an bei Ihnen? Klar und deutlich, weil ja, ist verständlich. Und dann gehen Sie zu dem falschen Selbst dieser Klientin, dieser Partnerin und auch da stoppt sie ihr wahres Selbst, wenn sie was sie sagt. Stopp! Bist du nicht, da hast du nichts verloren. Das bist du nicht und da hast du nichts verloren. Das geht dich nichts an, da bist du gar nicht zuständig. Es geht dir nichts an und dafür bist du nicht zuständig. Wie fühlt sich das an? Absolut richtig und verständlich. Das kann eines Teils sehr erleichternd sein. Auf der anderen Seite, wenn Sie da, kennen Sie das vielleicht von sich, dass Sie dazu neigen, sich mit dem Problem einer Partnerin zu beschäftigen und dass Sie selber das für Liebe haben. Ja. Und wenn jetzt die Partnerin gesund reagieren würde und sagen würde, das geht dich doch nichts an, halt dich da raus.
dann kann es sein, dass sie sich da nicht erleichtert fühlen, sondern im Gegenteil, sie fühlen sich eher abgewiesen, so als würde ihre Liebe nicht wertgeschätzt. Ja, genau. Zweiter. Und dann ziehen sie sich gekränkt zurück. Richtig. Mein Selbstwert wird danach zurückgestellt. Genau. Ja, genau. Und daran sehen wir, dass sie in ihrer Familie eine wesentliche Tigerqualität gar nicht lernen können. Ja. Tiger und Menschen können sehr verletzend sein. Deswegen lernen schon die kleinen Tiger so ein Körpersignal, wo sie bei anderen signalisieren, keinen Millimeter näher, sonst werde ich ganz, ganz böse. Bei den kleinen Katzen kann man das sehen, wenn die so fauchen. Ja, ist richtig. Bei den kleinen Katzen wirkt es so putzig. Ja. Aber wenn der große Tiger das macht, wirkt es gar nicht mehr putzig. Und das müssen von klein auf gelernt sein. Und wenn sie das nicht gelernt haben, dann kann es sein, dass sie den Menschen eher aus dem Weg gehen, die auf diese Art und Weise sich abgrenzen, sozusagen den Gesunden. Ja. Und dann bleiben nur noch die Menschen übrig, die sich nicht gut abgrenzen können, die bedürftig sind, die traumatisiert sind, und da kommen sie in Abhängigkeitsbeziehungen. Absolut richtig, ja, weil alle Beziehungen hatten immer irgendwo ein Trauma oder irgendwas. Ja. Ja. Und an sich sind sie stark, sie sind ein Tiger, sie können eine starke Partnerin haben, beruflich oder privat, wenn sie das noch nachholen. Und die Ware selbst kann mit ihnen dieses spezielle Training machen, wir nennen es das Training Fit für die Tigerliga. Fit für die Tigerliga, ja. Sie stellen sich wieder vor, sie gehen in bester Absicht in den Raum des anderen, das rote Klötzchen geht in bester Absicht in den Raum des anderen, um ihn zu retten. Und die Ware selbst stoppt sie kraftvoll und hören Sie mal, was sie sagt. Stopp! Wir sind Tiger. Tiger retten sich selber. Wir sind Tiger. Tiger retten sich selber. Und wenn du das respektierst und den anderen so lässt, wie er ist. Und wenn du das verstehst und respektierst. Und den anderen so lässt, wie er ist. Und den anderen so lässt, wie er ist. Dann kannst du ihm auf Augenhöhe begegnen. Dann kannst du ihm auf Augenhöhe begegnen. Von Tiger zu Tiger. Von Tiger zu Tiger. Wie kommt das an bei Ihnen? Ja, absolut stimmig, ja. Also dann müssen sie gar nicht gekränkt sein, wenn der andere sich so ihnen gegenüber abgrenzt. Im Gegenteil, das ist ja wie ein Kontaktangebot. Ja. So nach dem Motto, ich Tiger, du Tiger, da könnte doch was Tigermäßiges laufen zwischen uns. Ja. Und es kann sein, dass sie manches Angebot einer Tigerin schon verpasst haben, weil sie das missverstanden. Ist gut möglich, ja. Und dann machen wir es gleich nochmal. Stopp! Du bist ein Tiger und ich weiß, dass ich dir das zumuten kann. Ich weiß, dass du ein Tiger bist, aber du selber hast es vielleicht vergessen. Wir sind Tiger. Jetzt habe ich es nicht ganz verstanden. Und ich weiß, dass ich dir das zumuten darf. Und ich weiß, dass ich dir das zumuten darf. Denn ich weiß, dass du ein Tiger bist. Denn ich weiß, dass du ein Tiger bist. Aber du selber hast es vielleicht vergessen. Aber du selber hast es vielleicht vergessen. Oder vielleicht wollen sie dich auch umerziehen zu einem Hauskätzchen. Oder vielleicht wollen sie dich auch umerziehen zu einem Hauskätzchen. Und irgendwann wird es mal Zeit, dass ich entscheide, in welche Liga du überhaupt gehörst. Hauskätzchen oder Tiger. Und irgendwann musst du entscheiden, zu welcher Liga du gehörst. Hauskätzchen oder richtiger Tiger. Und wofür entscheiden sie sich? Ein richtiger Tiger. Na, ist doch klar. Ja, logisch. Und das nächste Mal, wenn sich jemand dann so krass abgrenzt, müssen sie gar nicht gekränkt sein. Dann erinnern sie sich einfach dran, Tigerliga, das kann ich. Tigerliga, das kann ich, ja. Ja. Und dann wissen sie, der andere ist auch ein Tiger, der hält auch was aus. Sie müssen den gar nicht schon. Und im Gegenteil, der freut sich, wenn sie ihm ihre Kraft zeigen. Und wenn ihr dann beide merkt, dass ihr ebenbürtig seid, könnt ihr gemeinsam auf die Tigerparty. Tigerparty, ja. Das ist gut. Und durch dieses Training bekommen Sie sozusagen die Tiger-App. Die Tiger-App, ja. Das ist auch. Haben Sie gratis Zugang zur Tiger-Liga und zur Tiger-Party? Bisher, so scheint es, hatten Sie mehr die Trauma-App. Da haben Sie auch gratis Zugang, aber nur zu Menschen, die traumatisiert sind. Ja. Und Tiger-Party gibt es ja nicht, da gibt es eine Trauma-Party ohne Ende. Keine Lust drauf. So schön kann eine Traumaparty gar nicht sein. Nee. Okay, ich merke schon, das wirkt. Das wirkt, ja.
Kennen Sie das Thema Erschöpfung und Burnout? Kenne ich, ja. Ja. Auch das hat mit dem Selbstwertproblem etwas zu tun. Es kann sein, dass Sie, kennen Sie das von sich, dass Sie dazu neigen, sich ungefragt da nützlich zu machen, wo Sie gar nicht zuständig sind? Ja. Dass Sie dazu neigen, ungefragt 120% zu liefern, wenn 100% gefragt sind? Ja. Ist der sichere Weg, um sehr viel Energie zu verlieren. Die Anerkennung bleibt meistens aus. Sie geraten immer mehr ins Defizit. Unvermeidbar. Nur Sie können daran was ändern. Indem Sie selber erkennen die Grenzen Ihrer eigenen Zuständigkeit und dass Sie selber diese Grenzen respektieren. Noch da kann Ihr wahres Selbst Ihnen behilflich sein. Sie stellen sich wieder vor, Sie gehen in bester Absicht in den Raum des anderen, um da 120% zu liefern, und Ihr wahres Selbst stoppt Sie diesmal ganz sanft und freundlich. Stopp. Siehe, bist du dir ganz sicher, dass du da 120% liefern musst? Siehe, bist du dir ganz sicher, dass du hier 120% liefern musst? Und wie antworten Sie dann? Nein. Das würde Sie ja sehr erleichtern, da können Sie sich ja sogar bedanken bei Ihrem wahren Selbst. Danke für den Tipp. Vielen Dank für den Tipp. Genau. Und jetzt spüren Sie nochmal, ob Sie die Verbindung haben mit Ihrem wahren Selbst, mit dem Sie ja, der gar nicht angewiesen ist auf die Anerkennung durch andere. Legen Sie den Finger nochmal quer drüber. Und können Sie diesen Sie ja spüren? Ja. Und jetzt könnte Ihnen bewusst werden, immer dann, wenn Sie ungefragt in fremde Räume gehen, immer dann, wenn Sie ungefragt 120% liefern wollen, sind Sie schon nicht mehr verbunden mit Ihrem wahren Selbst. Ja. Und dann machen Sie sich abhängig von der Anerkennung durch andere. Das mache ich, ja. Sie sind unfrei, Sie fühlen sich immer mehr wie ein Sklave, eingespannt für fremde Interessen, zu einem kargen Lohn oder vielleicht sogar gratis. Ja. Und dabei haben Sie die Option, frei zu sein. Je mehr Sie mit Ihrem wahren Selbst verbunden sind, umso weniger haben Sie auch das geringste Interesse daran, ungefragt in fremde Räume zu gehen oder ungefragt 120% zu liefern. Können Sie es nachvollziehen? Absolut, ja. Nun kann es sein, dass nochmal jemand kommt, um Sie zu testen sozusagen. Der möchte dann was von Ihnen gratis haben, und zwar 120%. Und das kennen Sie vielleicht von sich, dass es Ihnen dann nicht so leicht fällt, Nein zu sagen. Ja, ist richtig. Und da will ich Ihnen mal einen Trick verraten. Jetzt verbinden Sie sich mal mit Ihrem wahren Selbst und lehnen sich mal ein bisschen zurück und kreuzen Sie mal die Arme so. So. Und dann können Sie ganz entspannt sagen, nein, bei mir geht da gar nichts mehr. Nein, bei mir geht da gar nichts mehr. Ich kann es mit meiner Selbstachtung nicht mehr vereinbaren, mich auslösen zu lassen. Ich kann es nicht mehr vereinbaren, mit meiner Selbstachtung zu vereinbaren. Mich auslösen zu lassen. Mich ausnutzen zu lassen. Ja. Das wirkt überzeugend. Das lassen wir einfach mal wirken. Dann kennen Sie noch das Thema, das sich immer wieder beschäftigen mit alten Fehlern, alten Verletzungen, ist immer wieder durchkauen, kostet viel Energie, bringt gar nichts. Auch da kann Ihr wahres Selbst Sie körperlich spüren lassen, es gibt kein Zurück. Rote Klötzchen geht aus alter Gewohnheit wieder zurück in die Vergangenheit, um irgendein Thema durchzukauen, und Ihr wahres Selbst stoppt Sie kraftvoll. Hören Sie mal, was Sie sagen. Stopp! Es gibt kein Zurück. Vorbei ist vorbei. Es gibt kein Zurück. Vorbei ist vorbei. Die meisten machen das ein paar Mal. Stopp! Es gibt kein Zurück, was vorbei ist, kommt auch nie mehr wieder. Es gibt kein Zurück, was vorbei ist, kommt auch nicht wieder. Stopp! Es gibt kein Zurück, was mausetot ist, wird auch nie wieder lebendig. Es gibt kein Zurück, was mausetot ist, wird auch nicht mehr lebendig.
Geht Ihnen da? Gut, sehr gut. Jetzt nehmen Sie nochmal Rot und Gelb zusammen, spüren Sie nochmal die Verbindung, die ganz mit Ihrem Wesen verbunden sind. Und wenn Sie es spüren können, dann könnten Sie einen Blick werfen auf den kleinen, vitalen Sie. Es kann sein, dass der damals in seiner Familie nicht unbedingt das Gefühl hatte, dass er ganz okay ist, so wie er ist. Wie war das damals? Ja, war so. Ja. Und dann können Sie auch da mal symbolisch die Brille dieser Familie ablegen. Und dann schauen Sie mal auf den kleinen Sie, ob es an dem etwas auszusetzen gibt. Überhaupt nichts. Dann können Sie ihm sagen, du bist goldrichtig genauso, wie du bist. Du bist goldrichtig genauso, wie du bist. Und schade, dass diese verwirrte Familie dir das nicht vermitteln konnte. Und schade, dass es die werte Familie nicht vermitteln konnte. Mit dir hat das nichts zu tun. Mit dir hat das gar nichts zu tun. Hast du nicht verdient. Das hast du gar nicht verdient. Ist das für den Kleinen hier? Wohltuend. Wie war es denn, wie Sie auf die Welt gekommen sind? Konnten die Eltern beide Sie begrüßen oder gab es da schon Einschränkungen? Ich glaube, da gab es schon Einschränkungen. Ich war, glaube ich, gleich musste im Krankenhaus liegen, ja. Also, wir wissen heute, dass für ein gesundes Selbstwertgefühl so eine Begrüßung ganz wichtig ist. Ja. Und wir wissen auch, dass wenn die Eltern aus irgendwelchen Gründen es versäumt haben, sie das heute noch nachholen können. Für den kleinen Zia. Was halten Sie davon? Eine gute Idee. Und dann können Sie auch dem kleinen Zia sagen, wie schön, dass du da bist. Wie schön, dass du da bist. Und wie schön, dass du genauso bist, wie du bist. Und wir finden es gut, genauso wie du bist, wie du bist. Gleichzeitig so stark und unangepasst wie ein Tiger. Das erste habe ich nicht verstanden. Gleichzeitig so stark und unangepasst wie ein Tiger. Gleichzeitig so stark und angepasst wie ein kleiner Tiger. Unangepasst. Unangepasst wie ein kleiner Tiger. Nein, wie ein wilder Tiger. Wie ein wilder Tiger. Gleichzeitig so wild und unangepasst wie ein Tiger. Gleichzeitig so wild, so unangepasst und wild wie ein kleiner Tiger. Nicht wie ein kleiner Tiger, wie ein Tiger. Ja, das ist richtig. Gleichzeitig so wild und unangepasst wie ein Tiger. Ja. Und so zart und sensibel wie ein Kätzchen. Und so zart und sensibel wie ein Kätzchen. Und wie schön, dass du ein Junge bist. Und wie schön, dass du ein Junge bist. Und noch dazu so ein ganz spezieller. Und noch so ein ganz spezieller. Wie geht es dir dem kleinen Sieher, wenn er das hört? Gut, wahrgenommen. Nun hat er, in Ihrer Familie haben Sie auch schon seelische und körperliche Verletzungen erlebt? Ja. Aber der Kleine hat das alles überlebt, das kann man auch mal würdigen. Danke, dass du das damals alles überlebt hast. Danke, dass du das damals alles überlebt hast. Danke, dass du in deinem berechtigten Zorn niemanden verletzt hast. Danke, dass du in deinem berechtigten Zorn niemanden verletzt hast. Und danke, dass du in dieser Verwirrung nicht deinen Verstand verloren hast. Und danke, dass du in der Verwirrung nicht deinen Verstand verloren hast. Das war nicht immer selbstverständlich. Das war nicht immer selbstverständlich. Ist das für den kleinen Sieher, wenn er das hört? Gut, weil das ja, wird erkannt, ja. Und dann können Sie ja sogar zu dem Kleinen sagen, trotz allem haben wir beide es ja nochmal ganz gut hinbekommen. Trotz allem haben wir beide das ja ganz gut hinbekommen. Wir beide sind ein starkes Team. Wir beide sind ein ganz starkes Team. Nun, damals konnten Sie den Kleinen nicht immer schützen, aber heute ist es ganz anders. Heute lasse ich nicht mehr zu, dass du verletzt wirst. Heute lasse ich nicht mehr zu, dass du verletzt wirst. Dass du überfordert wirst. Dass du überfordert wirst. Dass du ausgenutzt wirst. Dass du ausgenutzt wirst. Dass dir Schuldgefühle gemacht werden. Dass dir Schuldgefühle gemacht werden. Das alles ist vorbei. Das alles ist vorbei. Ist das für den kleinen Sie? Sehr schön für ihn. Und an dieser Stelle hat der kleine Sie eine Botschaft für Sie. Sie hören einfach nur mal zu. Der kleine Sie möchte Ihnen sagen, ich habe das damals alles überlebt und ich habe keinerlei Schaden davon getragen. Und es ist mir wichtig, dass du das heute weißt. Wie kommt das an bei Ihnen?
Gut. Und ich weiß, warum er Ihnen das sagt. Er möchte Ihnen sagen, ich brauche jetzt nicht dein Mitleid, das kannst du dir sparen. Ich brauche nicht deine Schuldgefühle, das kannst du dir auch sparen. Keine Ausreden mehr, ich möchte endlich mit dir auf die Tigerparty. Das Tigerparty, ja. Ja. Da, wo das echte Leben stattfindet. Da, wo das echte Leben stattfindet, ja. Nun kann es sein, dass auch heute die bedürftige Seite von Sie ja manchmal zu kurz kommt. Das kennen Sie vielleicht. Richtig. Haben Sie Partnerinnen, haben Sie Kinder? Ich habe Kinder, zwei. Und manchmal will man dem eigenen Kind das ersparen, was der kleine Sie ja erlebt hat, und dann neigt man dazu, die eigenen Kinder eher zu verwöhnen. Das kennen Sie vielleicht. Ja. Und gleichzeitig sitzt dann der kleine Sie auf der Kellertreppe bei Trockenbrot und Wasser. Sie verstehen, was ich Ja. meine. Ja. Das ist sehr häufig so, es ist verständlich, aber es ist natürlich gegenüber dem kleinen Sie ja nicht so wirklich fair. Manchmal, wenn man eine Partnerin hat, dann erwartet man vielleicht, dass die Partnerin sich um diese bedürftige Seite kümmert. Ist auch verständlich. Ja. Das geht meistens schief. Und dann ist man enttäuscht von der Partnerin, macht ihr vielleicht sogar Vorwürfe oder schickt sie in die Wüste. Ja. Das kennen Sie auch von sich. Ja, kenne ich. Deswegen meine Frage an Sie: Ist es wirklich fair, eine Partnerin zu benutzen als Babysitterin für den kleinen Sia? Eine Partnerin ist ja im besten Fall interessiert an dem erwachsenen Sia. Richtig. Für den Kleinen ist sie überhaupt nicht zuständig. Nee. Was aber jetzt den kleinen Sia angeht. Es ist ja gleich dreifach unfair. Jetzt hatte der erstmal die Eltern, die ihn gar nicht richtig wahrgenommen haben. Sie selber nehmen ihn auch nicht immer so richtig wahr. Und dann überlassen sie ihn einer Partnerin, die für ihn gar nicht zuständig ist. Ist richtig, ja. Das haben sie die ganzen Jahrzehnte lang den kleinen Sia zugemutet. Wen bräuchte der kleine Sia eigentlich ganz dringend? Den Erwachsenen hier. Genau. Rot und gelb. Und wenn Sie das jetzt so sehen, diese Notwendigkeit, dann können Sie doch zu dem kleinen Sie ja sagen, ab heute bin nur noch ich für dich zuständig. Ab heute bin nur noch ich für dich zuständig. Und nur du bist für mich die absolute Nummer eins. Und nur du bist die absolute Nummer eins für mich. Noch vor meinen Kindern. Noch vor meinen Kindern. Wie fühlt sich das an für Sie? Richtig gut. Ja. Und ich überlasse dich auch nie wieder dieser netten Dame an meiner Seite. Und ich überlasse dich auch nie wieder der netten Dame an meiner Seite. Ist das für den kleinen Sieher, wenn er das von Ihnen hört? Sehr gut. Und wie ich den kleinen Sieher einschätze, will er unbedingt was anstellen. Geht das überhaupt bei Ihnen sowas oder geht es bei Ihnen eher so kontrolliert und leistungsmäßig? Ja, kontrolliert, viel kontrolliert. Und Also befragt. Sie könnten heute ja schon anfangen, dem Kleinen ein konkretes Angebot machen. Bei mir darfst du heute noch was anstellen. Bei mir darfst du heute noch was anstellen. Und ich stehe gerne Schmiere für dich. Und ich stehe gerne Schmiere für dich. Ich möchte auch mal wieder spüren, wie es sich anfühlt, Spaß mit dir zu haben. Ich möchte gerne wieder spüren, wie es ist, mit dir Spaß zu haben. Ist das für den Kleinen hier? Sehr gut. Und dann nehmen Sie mal den kleinen Sieher an Ihr Herz, damit er spürt, dass er bei Ihnen jetzt einen sicheren Platz bekommt. Dann wird er erstmal wahrgenommen, wie er wirklich ist. Er wird wertgeschätzt, wie er ist. Er wird beschützt und er darf seinen Spaß haben. Und wie geht es dem kleinen Sieher bei Ihnen? Es geht ihm gut und es fühlt sich wohl, ja. Ja. Und wie geht es denn Ihnen, wenn es dem Kleinen, wenn der Kleine Sie ja sich wohlfühlt bei Ihnen? Ausgeglichen in der Mitte. Also ich sehe immer wieder, alle Probleme lösen sich, sobald es dem Kleinen Sie ja gut geht, dem inneren Kind. Ja. Warum ist es so? Alle Probleme entstehen dadurch, dass Sie sich da zuständig fühlen, wo Sie gar nicht zuständig sind. Da verdienen Sie sehr viel Energie. Sie haben keinen Erfolg, sind frustriert, erschöpft, verwirrt und am Schluss haben Sie keine Energie mehr für sich selbst. Und damit ist einfach Schluss. Und dann können Sie mal alle drei Klötzchen an Ihr Herz nehmen, spüren, wie es, wenn die alle drei eins werden. An Ihr Herz. Spüren Sie mal, wie fühlt sich das an, wenn die
eins werden, diese drei Elemente, die so lange getrennt haben. Stark, fest. Ja. Dann riskieren Sie noch mal einen Blick zu der Freundin von damals. Hat sich da was verändert? Kein Interesse. So. Das ist irrelevant. Das ist irrelevant, ja. Dann nehmen Sie die drei Klötzchen wieder auf den Tisch. Die drehen sich um, gehen in die andere Richtung, nach rechts, nochmal über die symbolische Grenze. Grenze noch dazwischen. Ja. Und das Schmerzliche und Verwirrende der Vergangenheit lassen Sie einfach hinter sich. Und das, was wirklich hier ist, das nehmen Sie mit. Und wie fühlt sich das an? Beruhigend und gut. Das lassen wir einfach mal so werden. Und Sie merken, diese Art oder diese Arbeit kann eine sehr tiefe Wirkung haben. Meistens geht es einem nach so einer Aufstellung gut. Es war ja nun eine Aufstellung, die sehr tief ging. Da kann es auch vorübergehend zu einer Erstverschlimmerung kommen. Ja. Es kann ein paar Tage dauern, manchmal auch eine Woche, aber es geht vorbei. Wenn nicht, dürfen Sie sich melden, dann klären wir das. Und ich beende jetzt mal die Aufzeichnung.